Hi, hallo, ich bin's Alena. Für alle neuen Abonnenten ein ganz herzliches Willkommen. Wir wohnen auf knapp 100 Quadratmetern, also 98 und ein paar zerquetschte. Wir runden es jetzt einfach mal kategorisch auf 100 Quadratmeter. Das klingt nämlich, glaube ich, im Titel viel schöner. Ihr kriegt natürlich wieder einen kleinen Rundumblick, wie es bei uns jetzt so aktuell, gerade eben, ne, heute Morgen in unserer Wohnung ausschaut. Und genau, wir kümmern uns einfach jetzt mal um das. Es ist kein wirkliches Chaos, also das wäre jetzt wirklich zu viel gesagt. Chaos, es ist halt, naja, wir leben hier, ne? Normal, würde ich jetzt behaupten wollen. Wir sind natürlich aktuell auch zu Hause, weil der Kindergarten geschlossen hat. Es ist einiges und jetzt fährt hier ein Lastwagen vorbei. Ach, das Leben ist schön. Ja, es ist halt einfach ein bisschen was liegen geblieben und genau darum möchte ich mich jetzt heute kümmern. Staubwischen ist auch mal wieder dran und der Kleine frühstückt gerade seinen Nutella-Toast. Fangen wir doch auch einfach mal gleich im Bad damit an, dass ich erstmal mein Schminkzeug wegräume und wie ich auf den Aufnahmen erkennen kann. Also entweder ist heute das Licht sehr interessant oder ich bin in den Rougetopf gefallen. Das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Also so im realen Leben sieht das jetzt nicht so arg aus, aber ich glaube, heute hat es mit der Kamera wieder mit der Farbintensität und der Belichtungs- und Beleuchtungseinstellung zu tun. Und ich habe mich dann erstmal ums Waschbecken gekümmert, nachdem der Spiegel natürlich geputzt wurde. Ihr fragt ganz oft, welche Putzmittel ich verwende. Für alle, die jetzt neu sind, und das sind immerhin laut meinen YouTube-Statistiken 51%, die hier immer wieder vorbeigucken, aber kein Abo dagelassen haben. Darüber möchte ich mich jetzt mal kurz beschweren, im netten Sinne. Abonnier doch einfach meinen Kanal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Es würde meinem Kanal auch wirklich sehr weiterhelfen, wenn diese 51%, die hier regelmäßig vorbeigucken, aber kein Abo dagelassen haben, einfach meinen Kanal abonnieren würden. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle ganz, ganz lieb dafür. So, jetzt geht's aber auch gleich mal weiter. Wir sind am Staubwischen. Ihr fragt immer, welche Putzmittel ich verwende. Ich mache meine Putzmittel schon seit, ja, jetzt fast 2 Jahren komplett selbst. Dazu gibt es natürlich auch ganz viele DIY-Putzmittelrezepte. Da könnt ihr euch gerne mal in meinen anderen Playlisten durchgucken. Dann findet ihr auf diesem Kanal natürlich auch noch Organisationsmotivationen, Inspirationen und eben auch ganz viel Putzmotivation. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich denke mir, wenn ich putze und ihr euch das vorher angucken konntet, macht's bei euch oder auch gleich, wenn ihr nebenher mitmacht, doppelt so viel Spaß. Ich habe dann natürlich im Bad wieder Staub gewischt, die Dusche sauber gemacht, denn wir waren gestern Abend einmal alle duschen. Ich habe auch wieder frisch gefärbte Haare. Und seitdem meine Haare um einiges dunkler sind, fragen mich auch einige, welche Nationalität ich bin oder ich sei. Also ich bin deutsch über x 10.000 Generationen wahrscheinlich hinweg. Das nur mal so, by the way. Wobei ich es jetzt auch nicht schlimm finden würde, wenn da irgendwie noch, ne, ein anderer Touch mit drin wäre. Ich glaube sogar, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass wir italienische Einschlagrichtung mit dabei haben, aber ich weiß leider nicht genau, welche, ja, in welcher Generation etc. Ist ja auch eigentlich völlig egal, welche Nationalität wer hat, finde ich. Aber wir sind auch schon in der Küche angekommen und wie ihr sehen könnt, der Kleine ist mäßig begeistert, dass Mama jetzt gerade putzt. Und natürlich besteht mein Leben nicht nur aus Putzen, aber so eine gewisse Grundordnung und Grundsauberkeit ist mir generell wichtig und das ist jetzt nicht nur wegen dem Coronavirus der Fall, sondern wenn du schon länger auf meinem Kanal bist, dann weißt du das natürlich. Und für den Ofen, den wir ja hoch eingebaut haben, also so, dass ich praktisch im Stehen da super dran backen und so weiter kann, benutze ich auch meinen selbstgemachten Glasreiniger, denn der funktioniert auch bei Edelstahl, Glaskeramik, Induktion, einfach 1A, ohne Schlieren, ohne irgendwas. Und als ich dann den Ofen gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich meine Fronten auch mal wieder abwischen kann. Denn das habe ich jetzt auch schon etwas länger nicht mehr gemacht. Und ja, dann, wenn wir schon einmal nur so da unten sind, dann können wir das auch gleich mal durcherledigen, damit das dann einfach auch erledigt ist. So, der Kühlschrank musste auch einmal von außen abgewischt werden und dann wurde auch Staub gewischt. Für all diejenigen, die jetzt schon länger bei mir nicht mehr reingeguckt haben und sich jetzt wundern, was in meiner Küche passiert ist, ich habe vor ein oder anderthalb Wochen eine DIY Room Makeover in unserer Küche hochgeladen, also ein Video. Wenn du das verpasst haben solltest, dann verlinke ich dir das gerne oben rechts im i.
So, weiter im Text. Wir mussten natürlich auch unseren Tisch abwischen. Da fragt ihr auch immer noch ganz, ganz oft danach, was das für ein Tisch ist. Es ist eine alte Tür aus dieser Wohnung, die wir uns passend zusägen durften. Und dann haben wir eine Plexiglasscheibe einfach nur oben drauf gelegt. So können wir die Bilder in der oder unter der Plexiglasplatte einfach jederzeit austauschen und können die eben auch super einfach mal abwischen. Richtiges Glas war uns A zu teuer und B ein bisschen zu gefährlich mit dem Kleinen und ich habe dann auch gleich im Anschluss mich um mein Waschbecken gekümmert. Ich benutze zum Putzen so weit wie möglich immer kaltes Wasser. Das hat einfach den Vorteil, dass es A Geld spart und B, ich keine Chemikalien oder keine Dämpfe, besser gesagt, einatmen muss oder einatme und die Putzleistung von den DIY-Putzmitteln auch nicht gemindert wird. Und genau, während jetzt erstmal soweit alles fertig ist, kann unser kleiner Helfer hier einmal durch die Wohnung wuseln, also sprich in Küche, Flur und Bad. Den Rest sauge ich nämlich dann immer selber. Wir haben Absperrgitter im Wohnzimmer und auch im Büro. Das hat einfach den Hintergrund, damit Kind und Hund nicht unbeaufsichtigt zusammen geraten. Man muss aber jetzt auch schon dazu sagen, also unser kleinster Liam ist jetzt 4, wird bald 5. Wir hatten jetzt hier einen aktuellen Polizeistation Notstand. Ich musste mal kurz zwischendrin bauen, aber diese Gitter können bald weg, denn die beiden kommen von Haus aus schon seit Beginn immer super miteinander klar. Aber Vorsicht ist in diesem Falle immer besser als Nachsicht. Ich meine, Garou ist jetzt auch schon 6 Jahre alt, er ist bei uns geboren, Liam ist 5, also die zwei kennen sich von klein auf, kann man sagen. Garou war da sogar schon ein Jahr, als wir unseren Kleinen gekriegt haben. Und sie kommen super miteinander zurecht, aber wir haben diese eben einfach trotzdem mit dabei. Wenn wir schon im Büro sind und die ganzen Blumentöpfe wegordnen und dabei sind, alles aufzuräumen, dann gehört natürlich auch PR dazu. Das ist jetzt unbezahlte Werbung wegen Markennennung und auch Erkennung. Diese Box habe ich kostenfrei zugeschickt bekommen. Ich bin gefragt worden, ob ich mir mal eine Box angucken möchte und die dann auch teilen möchte. Es ist eine nachhaltige Box, also eine Abo-Box. Ich glaube, der Wert ist immer um die 100 oder 150 Euro. Die kommt alle 2 oder 3 Monate. Ich setze euch auf alle Fälle die Homepage von der Firma, da es auch noch ein Startup ist, also ein ganz frisches Unternehmen, setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wenn es euch interessiert, dann guckt dort einfach vorbei. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein großer Fan von Abo-Boxen. Das hat jetzt nichts mit dieser Abo-Box zu tun, sondern generell, ich hatte schon die Glossy-Box und noch andere Boxen mal im Abo mir nach Hause geholt. Es ist immer so ein Glücksspiel, finde ich. Also ich bin da wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr schwierige Kundin. Mich mit allen Produkten immer irgendwie glücklich zu machen, funktioniert irgendwie nie. Drum habe ich eigentlich gar keine Abo-Box mehr. Aber gerade weil diese Firma eben ein Startup-Unternehmen ist, wollte ich natürlich unterstützend mitwirken. Denn ja, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch dabei, der sagt, Mensch, ich liebe Abo-Boxen und eine nachhaltige Abo-Box ist einfach genau das, was ich gesucht habe. Dann guckt doch einfach mal bei der Lifestyle-Box vorbei und informiert dich. Und ja, genau. Wir machen auch jetzt gleich munter weiter im Programm und zwar, dass ich erstmal den Inhalt der Abo-Box einfach wegräume. Die Produkte werde ich natürlich zu gegebener Zeit, wenn meine offenen, angebrochenen Sachen weg oder aufgebraucht sind, werde ich die natürlich austesten. Und ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle noch an die Firma für das nette Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut und wir machen auch einfach jetzt weiter. Ihr wundert euch bestimmt, was wir da für große Kisten im Büro haben. Das ist das Ostergeschenk für unseren Kleinsten. Man muss ja gucken, dass man es jetzt schon zu Hause hat, ne? Bevor dann, was weiß ich, keine Ahnung, die Post auch noch dicht macht. Also wir sind froh, wir haben es jetzt schon mal hier zu Hause. Was er bekommt, werdet ihr dann natürlich sehen. Vielleicht kann es der eine oder andere auch schon anhand des Kartons erahnen. Beziehungsweise bei so 1, 2 Einstellungen im Büro hätte man es auch lesen können oder kann es demnächst auch lesen. Ich muss mich heute Abend auf alle Fälle, wenn dann mein Mann zu Hause ist, erstmal darum kümmern, dass ich die ganzen Bretter, die ich jetzt hier auf einen Haufen lege, endlich runter ins Auto packe und auch das
auseinandergebaute alte Küchenregal endlich ins Auto schmeiße, damit ich es dann beim nächsten Garteneinsatz, wenn wir wieder in den Garten fahren, einfach endlich mal mitnehme. Und wenn ich hier tagsüber einfach alleine bin, ist es schwierig, mit einem Vierjährigen das Auto voll zu machen, wenn man im zweiten Stock wohnt. Ja, unser Schlafzimmer ist, wie ihr es lesen könnt, das nächste Room Makeover. Dadurch, dass wir das Kinderzimmer erst neu gemacht haben, stehen hier jetzt einfach auch noch ein paar Dinge rum. Kleidung, die ich aussortiert habe, die tadellos ist, die ich auf Kleiderkreisel günstig eben verkaufen möchte oder auch bereits schon verkaufe. Und ja, das ist jetzt so das typische, ne, DIY schon Ansammlung und neuer Nachttisch. Und das ist halt gut, dass wir nur kurz drin waren, ne? Im Schlafzimmer. Wir wollen uns ja nicht hier gleich über alles unterhalten, was wir im Schlafzimmer neu machen möchten oder was ich im Schlafzimmer alles erneuern möchte. Aber sobald ich dann noch ein bisschen was auf eBay Kleinanzeigen verkauft habe und der Raum ein bisschen leerer ist, dann machen wir natürlich dort gleich auch das nächste Room Makeover, denn sonst wird es hier ja langweilig und wie ihr sehen könnt, wir dschungeln immer mehr zu in unserer Wohnung. Es ist absolut klasse. Also ich habe mittlerweile so viele luftreinigende Pflanzen bei mir in der Wohnung. Natürlich bleibt das Lüften nicht aus. Und Lüften ist ja auch wichtig, aber ich habe mittlerweile echt sehr, sehr gute Erfahrungen mit diesen luftreinigenden Pflanzen gemacht. Ja, und der Kleine ist abgestürzt, da mussten wir mal schnell pusten und ein bisschen trösten. Und also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit einfach luftreinigenden Pflanzen, die Formaldehyde und Kohlenmonoxid und Kohlendioxid aus der Luft filtern können und das dann auch in Sauerstoff direkt umwandeln. Und es staubt bei uns tatsächlich um einiges weniger. Und wenn ihr möchtet, mache ich gerne mal ein luftreinigende Pflanzenvideo. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Oder aber auch, wenn du Ideen hast für ein anderes Video, eine ganz andere Richtung, wo du sagst, Mensch, Alena, das wäre mal eine coole Idee, das würde mich echt interessieren, dann lass es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, denn das Leben besteht nicht nur aus Putzen, nicht nur aus Organisieren. Es gibt noch so viel mehr, was man vielleicht so zusammen entdecken könnte und auch diesen Kanal einfach auch mal in eine neue und andere Richtung gehen ließe. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und ich bin da echt offen. Und irgendwie habe ich da die Einstellung versemmelt, ich räume gerade Wäsche weg. Das könnt ihr jetzt kaum sehen, aber wir hatten schon einen Schwung fertig trockene, frisch gebügelte Wäsche dort liegen. Und das musste ich natürlich erledigen und habe dann auch gleich noch eine Runde Staub gefreudelt. Wie es so schön heißt, seit neuesten. Und ja, damit dann auch einfach hier alles ordentlich ist. Selbstverständlich geht es dann auch weiter in der kleinen Schreibtischecke. Und nein, unser Kleinster hatte jetzt nicht Geburtstag, auch wenn es dieser Luftballon vermuten lässt. Diesen Luftballon haben wir vor 2 Wochen munter durch die Weltgeschichte fliegen gesehen. Und ja, ist wohl irgendeinem Kind abhanden gekommen. Und wir haben ihn dann eingesammelt. Der Kleine hat sich tierisch drüber gefreut und hat natürlich jetzt auch den Vorteil, in Anführungszeichen Vorteil, dass es bei uns zu Hause ist. Heißt, er hat nochmal eine zweite Chance bekommen, dieser Luftballon. Und der Plastikmüll wird dann, wenn dieser Luftballon eben keine Luft mehr hat, eben dann recycelt und fliegt nicht in der Weltgeschichte rum. Und drum, ja, genau. So kamen wir zu diesem Luftballon. Kurze Story mal so nebenher. Und ja, ein bisschen muss noch erledigt werden. Wir räumen jetzt mal noch so ein paar Handgriffe zusammen, einfach an seinem Platz. Und das ist das besagte alte Küchenregal, was ich heute Abend dann auch noch ins Auto bringe. Und ja, wo der Zug aufgebaut ist, kann ich leider nicht putzen. Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr bedauerlich. Und ja, muss halt dann jetzt, also ich hätte ja da wirklich super gern geputzt, aber leider, leider steht da der Zug und ich kann ihn nicht wegräumen. Das war jetzt Ironie und Sarkasmus in einem. Ich habe dann aber, als ich dann auch im Flur mit Staubwischen und Bilder gerade richten wieder fertig war, noch durchgesaugt. Und das Tolle an diesem Staubsauger, da fragt ihr lustigerweise auch immer ganz oft nach, wir haben einen Langhartschi, der hart wie solche. Und dieser Staubsauger, das ist der Ultimate Livington Prime. Dazu gibt es natürlich auch einen Link zu meinem Amazon-Shop.
Da habe ich euch den auch verlinkt und ich benutze hier nur elektrische und Putzgegenstände und generelle Gegenstände, die ich auch nur empfehlen kann. Und ich finde ihn klasse und er saugt bei mir alles das auf, was er soll und ich kann danach immer super gleich munter drauf loswischen, habe dann natürlich auch noch in den Schienen vom Zug dann auch noch drumrum und innen drin in den Bereichen natürlich auch noch gesaugt, damit das Ganze dann erledigt ist. Ja. Wenn wir dann alles gesaugt haben, können wir uns sogar schon ans Wischen machen. Aber bevor wir wischen können, muss ich natürlich auch noch das Büro saugen. Und ja, also Büro ist bei uns Büro, Filmproduktion für YouTube und Fitnessstudio in einem. Und die Fahrräder meines Mannes hängen hier, weil die A, anscheinend sehr teuer waren. Ich meine, ich habe davon keine Ahnung. Und B, ich immer noch nicht unseren Keller ausgemistet und entrümpelt habe, sodass die auch in den Keller passen könnten. Ich habe hier auch den Vileda Ultramar Turbo Twist oder wie das Ding heißt. Also, wo ich nicht mehr ausringen muss, sondern wo sich praktisch der Wischbezug durch ein Fußpedal selbst ausfringt. Auch den habe ich natürlich verlinkt und auch den kann ich empfehlen. Ich glaube, der ist jetzt auch schon seit 1,5 Jahren hier bei uns im Haushalt und ich würde um nichts in der Welt eintauschen wollen. Und sollte der irgendwann mal kaputt gehen, werde ich mir exakt den gleichen wiederholen, weil ich ihn absolut Preis-Leistung unschlagbar finde. Ich wische auch noch schnell so ein bisschen um den Zug herum, dass wir es heute auch schön sauber und wieder ordentlich haben, damit ich mich dann wirklich mal so für 2 Tage mal nicht irgendwie mit dem Haushalt jetzt mit Staubwischen oder Durchwischen beschäftigen muss. Für alle, die sich fragen, ob ich meine Toilette geputzt habe, selbstverständlich habe ich unsere Toilette geputzt. Ich bin nur kein großer Fan davon und schneide die immer, wenn es geht, raus. Aber ihr könnt euch sicher sein, unser Klo ist natürlich auch sauber und der Kleine, damit er mir jetzt nicht durch das frisch Gewischte rennt, darf jetzt noch eine Runde Tablet spielen und muss dann im Anschluss das Tablet, wenn es alles trocken ist, wieder ausmachen und dann werden wir gemeinsam heute Nachmittag noch Leinsamenplätzchen backen und davor macht er aber jetzt erstmal Mittagsschlaf. Ja, genau, was gibt es sonst noch zu erzählen? Genau, was ich immer in den Wischeimer reinmache. Da fragt ihr auch ganz oft danach. Ich mache da immer den Allzweckreiniger rein. Und das ist auch ein selbstgemachter Reiniger. Könnt ihr machen. Also wir haben Laminat und Fliesen. Und ich habe bisher noch keine Probleme mit irgendwie kaputten Laminat oder aufgequollenen Laminat. Und wie gesagt, seit fast 2 Jahren mache ich unsere Putzmittel komplett selbst. Ja, also wie gesagt, die Belichtung war heute der Meinung, wir machen heute mal irgendwas. Aber ich habe es noch versucht, jetzt am Computer ein bisschen zu retten. Und ich glaube, wir könnten auch bald mal eine Pflanzentour quer durch unsere Bude machen. So viele Pflanzen, wie hier sind. Und ich möchte es um nichts in der Welt mehr hergeben. Es ist einfach so schön. Und ich bin froh, dass ich jetzt den Rest der Wohnung erstmal so weit fertig habe. Es ist noch nicht das Optimum. Es ist noch nicht perfekt. Aber nach mehr war mir heute nicht. Ich wollte es heute einfach schnell erledigt haben, aber trotzdem sauber haben. Und natürlich gibt es noch so 1-2 Dinge, die man in jedem Raum noch weiter wegräumen könnte und an seinem Platz räumen könnte. Das mache ich dann vielleicht, wenn mir ganz langweilig ist, morgen. Aber jetzt möchte ich dann erstmal noch mit dem Kleinen eine Runde Zug spielen und noch einen Kaffee trinken. Und ja, genau. Der Geschirrspüler wartet auch noch darauf, ausgeräumt zu werden, denn der ist immer noch nicht fertig. Da war ich sogar schneller als der Geschirrspüler, das ist ja auch mal was. Und genau, ich hoffe, ich habe dich motiviert und dass du jetzt auch noch so ein bisschen den Lappen schwingst oder aber auch, wenn du dann das nächste Mal wieder Lust hast zu putzen oder dass du jetzt noch viel mehr Lust hast zu putzen. So schaut es bei uns jetzt aus. Ich bin damit zufrieden. Um den Papierkram kümmere ich mich, wenn der Kleine Mittagsschlaf macht. Dann habe ich das nämlich auch erledigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, das am Mittwoch um 9:30 Uhr online kommt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.